Lugano im Objektiv Weltmeister Petrosians. Die russischen Schachgrößen haben allen Grund, bei guter Laune zu sein. Sind sie doch auch dieses Mal im Tessin der übrigen Weltelite weit überlegen. Zwischen zwei Sitzungen am Brett amüsieren sich Gellert, Belogajewski und Spassky beim Kartenspiel. Wenn ein Land es sich leisten kann, Schachkanonen von dieser Qualität als Ersatzleute aufzubieten, dann wird auch dem Außenstehenden klar, wer auf der 18. Schacholympiade in Lugano der haushohe Favorit war. Spassky, der diesjährige Sieger des Kandidatenturniers, braucht sich bei einem nicht-russischen Gegner kaum sonderlich anzustrengen. Sein großer Rivale und Landsmann Petrosian soll übrigens seit 5 Jahren keine einzige Partie verloren haben. Aber auch im Schatten der Russen gibt es interessante Köpfe und spannende Partien. Nicht ohne Grund gilt das Schachspiel seit vielen tausend Jahren als der nobelste Denksport der Menschheit.